So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Lucky in Stone. Ich bin euer Bombay und wir machen heute mal zusammen was richtig, richtig Geiles. Und zwar, wir beschäftigen uns heute mit der Zukunft des Gamings, genannt Cloud Gaming, Leute. Ja? Cloud Gaming steht jetzt nicht dafür, dass ich mich jetzt gleich hier wieder mit schönen Kräutern in den Himmel schieße und dann fliegend spiele. Wobei... Nee, Quatsch. Nein, Cloud Gaming steht dafür, dass man eben Spiele streamt. Die Spiele laufen irgendwo auf der Welt auf irgendeinem Server. Die werden da eben ausgeführt und das Bild von dem Spiel wird auf euer Endgerät quasi gestreamt, ja? Das bringt unwahrscheinliche Vorteile mit sich. Zum Beispiel Vorteil Nummer 1, und das ist der Vorteil, warum viele gegen PC haten. Diese ganze Nachrüsterei mit krasser Hardware, dass man alle 2 Jahre seine Hardware wieder auf den neuesten Stand bringen muss, fällt komplett weg, Leute. Weil das Spiel ja nicht auf eurem PC ausgeführt wird, sondern eben auf irgendeinem anderen PC und nur das Bild zu euch gestreamt wird, braucht ihr keinerlei Hardware. Rein theoretisch könntet ihr die Spiele dann auch, ich sag mal, auf dem Gameboy streamen oder auf euer Smartphone einfach, ja, Leute. Ihr braucht nur, das ist das einzig Erforderliche, Freunde, ihr braucht nur eine vernünftige Internetverbindung. Telekom schreibt hier eine Internetverbindung von mindestens 50 Mbits vor, Leute, ja. Ich werde jetzt mal gerade hier die Telekom-Seite einblenden. Und zwar seit 19.08. haben die diesen Artikel hier rausgebracht, Magenta Gaming, Telekom startet Cloud Gaming Service, ja. Rund 100 kostenlose Spiele. Startet am 24. August und das ist natürlich jetzt noch die Beta-Phase und wir wollen das heute alles mal gemeinsam testen, Leute, ja. Ich habe mich dafür angemeldet, ihr könnt das auch einfach, wenn ihr Telekom-Kunde seid, aber stellt vorher sicher, dass ihr einen Festnetzvertrag, einen Festnetzanschluss mit mindestens 50 Mbits habt. Und hier zeige ich euch jetzt mal, wie das dann aussieht und was für Spiele wir gleich so sehen werden, ja. Wir haben hier zum Beispiel, weiß ich nicht, Sherlock Holmes. Es sind natürlich jetzt nicht nur Knallertitel dabei, aber echt schon geile. Zum Beispiel, wir haben hier auch LOL, also League of Legends, World of Tanks. Was haben wir hier noch? Hier, wir haben hier auch Witcher. Das ist für mich zum Beispiel ein Knallerspiel, Freunde. Finde ich schon sehr krass. Lords of the Fallen, Sniper, Frostpunk. Also hier sind wirklich schon geile, geile Spiele drin. Und ihr müsst euch vorstellen, Freunde, da ist ja alles im Moment noch in den Startlöchern. Viele Hersteller werden sich diesem Trend hingeben müssen und deshalb werden viele Spiele in Zukunft so spielbar sein, Freunde. Deshalb ist das die Zukunft des Gamings. So, dann haben wir noch einen zweiten Riesenvorteil, Freunde, und zwar, dass die Spiele natürlich an sich nicht mehr gekauft werden müssen. Es werden da sicherlich Abokosten für fällig werden, also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 10, 20 Euro im Monat, aber selbst die werden, also ich sag mal, selbst 10, 20 Euro, wenn die jetzt nicht komplett austicken mit 100 Euro im Monat oder so, ich sag mal, 10, 20 Euro werden ja locker gerechtfertigt, Leute, für, weiß nicht, wie viele 100 verschiedene Spiele, ja. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen darf, Leute, ihr habt da keine Fehlkäufe mehr. Es wird dann halt nicht mehr so sein, dass ihr euch ein Spiel kauft für 70 Euro, da 2 Stunden zockt und dann denkt, boah, was habe ich mir da für eine Scheiße gekauft, 70 Euro rausgehauen. Und der dritte Riesenvorteil, den ich darin sehe, beziehungsweise der halt so ist, das ist, glaube ich, dann Fakt, dass Crossplay endlich Geschichte wird, Leute. Wie lange oder wie oft haben wir schon gehofft darauf, dass in den verschiedensten Spielen Crossplay endlich möglich wird, Leute, ja. Bei Rocket League hat es im Moment geschafft, aber es gibt halt Spiele und Spielehersteller oder beziehungsweise auch die Konsolenentwickler, die werden sich weiterhin querstellen. Zum Beispiel Sony wird niemals mit Microsoft kooperieren. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, das wird einfach nie passieren. Und das mit Cloud Gaming wird das alles Geschichte, weil diese Streaming-Spiele alle auf einer Plattform sich befinden. Also die spielen sich alle auf einer Plattform ab und das wird vermutlich die PC-Plattform sein. Das heißt, Crossplay ist endlich Geschichte und man spielt von vornherein auf einer Plattform und hat keinerlei Schwierigkeiten mit seinen Freunden zusammen zu zocken, Leute. So, jetzt aber genug gelabert. Ich werde euch das jetzt nochmal detailliert zeigen. Also ihr registriert euch hier halt für die Beta-Phase, dann ladet ihr hier unter Download so eine Software runter, die ihr dann eben ausführen könnt und da gehen wir jetzt mal rein. So, Leute, so sieht dann die Software aus. Hier hauen die natürlich direkt die Knallerspiele auf die Startseite. Wir haben ja auch Kingdom Come, Deliverance und so weiter. Aber ich würde sagen, für den Zweck spielen wir mal eins der geilsten Rollenspiele, die es gibt, nämlich Witcher 3, Leute. So, man klickt hier also drauf und geht dann auf Spielen. Ich bin jetzt sehr gespannt, vor allen Dingen, wie das so funktioniert mit Tastatur. Kann ich auf Tastatur zocken? Controller-Unterstützung wird schon mal hier gegeben. Also ich verbinde jetzt mal meinen Controller hier. Und Gamepad-Mapping, also, aha, man kann also vorher hier hingehen
Und den, finde ich schon mal sehr geil. Das haben sie also schon mal jetzt selbst in der Beta-Phase geklärt. Ich habe mich schon darauf vorbereitet, dass ich hier mit Tastatur und Maus zocken muss. Aber Controller scheint kein Problem zu sein. So, und ich bin auch gespannt, ob wir gleich irgendwas an den Grafik-Settings umstellen können. Weil normalerweise, ich schätze mal, die laufen alle auf Max. Das heißt, egal was ihr für einen PC habt, Leute, lasst euch diesen Vorteil mal bitte auf der Zunge zergehen, wie geil das ist. Ihr könnt auf jedem Kack-PC der Welt so fette Spiele wie The Witcher 3 zocken auf maximaler Grafik, obwohl ihr einen Prozessor von 1995 habt, Leute. Das ist so ein immenser Vorteil und macht natürlich dieses ewige Nachrüsten beim PC. Alle 2 Jahre neue Grafikkarte, alle 4 Jahre neue Prozessor, macht das natürlich komplett überflüssig, Leute. Genug gelabert, ich würde sagen, wir klicken mal auf Spielen. Leider kannst du gerade aufgrund unserer Kapazitäten nicht spielen. Bitte versuche später noch einmal, dich einzuloggen. Wir hoffen auf dein Verständnis. Nein, Mann, habe ich kein Verständnis für. Aber ja, Leute, wir haben jetzt keine Alternative. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen warten, dass wir da reinkommen. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Service gerade ziemlich ausgereizt ist und vor allen Dingen wird Telekom dann noch nicht allzu viele Server für bereitgestellt haben. Ja, weil es eben in der Beta-Phase ist. So, ich versuche jetzt mal so ein bisschen hier hin und her ein- und auszuloggen und gucken, dass ich reinkomme. Bis gleich. Ja, Leute, solange ich eh hier nicht reinkomme, mache ich mir jetzt einfach mal eine Pfeife, um so ein bisschen die Zeit rumzukriegen, nicht? Also langsam kann das wohl auch mal gehen, Leute. Ich versuche das jetzt seit 2 Stunden. Endlich mal Zeit, meine Schrauben zu sortieren. Kreuz. Schlitz. Kreuz. Kreuz. Kreuz, 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 bla bla bla, Wahl, interessiert keine Sau, Dortmund, ja bla bla. Oh, das ist interessant. Na toll, das habe ich auch noch geschnitten. Schlitz, Kreuz, Torx, Kreuz, Schlitz, Kreuz, Torx. Ja, Leute, also tut mir leid, ich versuche das jetzt schon seit 6 Stunden. Das ist kein Witz. Wir haben jetzt, kurz vor 1 oder gleich 1 Uhr, also Sonntagnacht, also Montagmorgen. Irgendwann muss ich halt dann auch mal pennen.
Und ich muss das Video halt jetzt noch schneiden. Und ja, also ist natürlich jetzt ein enttäuschendes Video für euch. Cloud Gaming ist nach wie vor eine geile Sache, aber gut. Ich hoffe, dass sich Telekom da auf jeden Fall bessert und ich hoffe, dass das jetzt eben nur an der Beta liegt. Dass die da eben nicht genug Serverkapazitäten haben, dass da eben genug Spieler spielen können. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt fast 6 Stunden probiert und bin einfach nicht reingekommen, Leute. Ich muss jetzt leider auch mal schlafen. Cloud Gaming wird aber definitiv ein Thema der Zukunft sein, auf jeden Fall. Und wir werden uns auf jeden Fall nochmal damit befassen. Ja, da tut mir jetzt leid fürs Video, aber ich sag mal, ich habe es ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise getestet. Und ich sag mal, den Test hat es jetzt erstmal nicht bestanden, beziehungsweise aktuell ist es nicht bewertbar, nenne ich es mal. Also einfach durchgefallen. Ja, keine Ahnung, Freunde, ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Ich werde jetzt auch das Video schneiden und dann, ich behalte das im Auge definitiv, aber wir werden dann in Zukunft mal zocken. Und wichtig für euch Gamer ist, Leute, behaltet euch Cloud Gaming auf jeden Fall im Hinterkopf und vielleicht solltet, also je nachdem, welche Ambitionen oder welche Ansichten ihr da vertretet, solltet ihr vielleicht jetzt schon mal aufhören, Geld in euren PC zu pumpen, weil bald hat das alles ein Ende, Leute, mit Cloud Gaming, wenn es denn mal funktioniert und wenn die Telekom mal mehr als 3 PCs dahinstellt, wo die Leute dann streamen können. So, Leute, ja, tut mir leid, dass das jetzt so gekommen ist. Cloud Gaming definitiv Thema für die Zukunft. Leider bislang wirklich nur für die Zukunft und anscheinend nicht für die Gegenwart. Haut rein, Leute.